Wir sind heute alle wieder da, die treuen Fans vom FCK. Wir sind stark wie noch nie und sind keiner in die Knie. Wir sind da für unseren FCK. Amigos Fan TV. Ja, es war wieder eine interessante Fußballwoche. Wir sehen uns aber heute das Spiel des Artus Bertschacht gegen WSG Wittersdorf an. Ich wünsche Ihnen da viel Vergnügen. Deine gute Frau. Was ist der? Ich meine, ich war das Frau, wir haben mal gut aufgefallen, jetzt schon mit dem Liefer wurden durch den Plan. Wer? Ja, weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen mal so Ort wie am Bus, weißt du? So Ort wie am Bus, den man. Herzlich willkommen zurück aus dem Studio des Amigos Fan TV. Das war es also vom Spiel des Artus und Bertschacht gegen WSG Wittersdorf. Die Bertschacher gewinnen 2:1 gegen Wittersdorf. Marvin Zolle hat die Interviews nach dem Spiel für Sie eingeholt. Aber es ist wahr, wir sind heute wieder beim Artus Bertschacht vertreten. Quasi hier beim Ligaspiel gegen Wittersdorf. Neben mir, Thomas De Pauli. Thomas, du bist ja quasi Nachbar hier, oder? Genau, so ist es. Ich wohne in Duderschitz. Ich mag ihn in Wolfsburg. Artus Bertschacht ist ein Liga-Konkurrent von Wolfsburg. Wolfsburg liegt ein bisschen besser in der Tabelle wie Bertschacht. Trotzdem werde ich heute Bertschacht unterstützen. Ich hoffe, erst 3 Punkte für Bertschacht. Und sie hat den 13. Platz vor rutschen können. Und mit 13. Tabellenplatz wäre dann die Relegation. Also das heißt, wir hoffen, dass die Bertschacht zumindest in der Liga bleiben, weil wir haben sie schon relativ lange begleitet. Was sagst du jetzt eigentlich zur aktuellen Situation im heimischen Fußball? Das frage ich dir ganz kurz, bevor wir weiter das Spiel Bertschacht machen. Ja, zum heimischen Fußball ist es sehr schwer, Urteil abzugeben. Die Medien schreiben relativ wenig Positives. Das Problem in Frankfurt ist, dass wir haben die Politik ausgemacht. Und es wird halt immer leider jemand als Buhmann dargestellt, der hat also Standort als ist, ist ein Rennleger. Die Politik sollte es in der Gedanken machen, die Preise geöffnet werden. Der Martin Petutschnik, seines Zeichens Obmann des Artus Bertschacht, aufgestiegen vor 2 Jahren und jetzt in die erste Klasse. Wie wird es weitergehen? Naja. Ja, ist kein Problem. Das Problem ist, weitergehen wird es natürlich immer mit natürlich Schwächen und Stärken muss man haben. Wir sind leider Gottes nicht dort, wo wir hinwollen. Aber der Weg ist trotzdem vorgezeichnet, dass wir das weiter tragen werden. Und wie gesagt, wir haben sicher noch Umstellungen, was wir machen müssen. Aber wir werden unseren Weg treu bleiben und es wird sicherlich wieder gehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man auf dem Weg auch treu bleibt, gell, genau. Von dem man sich einmal entschieden hat. Ja, das Sinne, ja. Es waren eine tolle Spiele, die er geliefert hat damals beim Aufstieg. Und ich glaube, die Chance oben zu bleiben ist da, oder? Naja, aufgeben, wie gesagt, tun wir ganz zum Schluss. Und nicht einmal das, was wir wollen, am Playoff nicht. Aber die Chance ist da, aber es wird sicherlich schwer werden. Und mit ein bisschen Glück werden wir es doch wieder schaffen. In diesem Sinne wünschen wir euch das Allerbeste und dürfen wir euch teilen. Danke vielmals, danke, sehr gerne. Das, meine Damen und Herren, das war's vom Spiel des Artus Bertschacht gegen Wittersdorf. Was hat sich sonst in der österreichischen Fußballgeschichte noch getan? Eine der Top-Meldungen ist natürlich die Verpflichtung von Helge Kolbinson. Er wird mit nächster Saison das Traineramt des SC Austria Lustenau übernehmen und löst damit den deutschen Edisteur ab. Wir werden Sie natürlich auch in diesem Bezug auf der Laufenden halten und wünschen Ihnen viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal live aus dem Studio A. Das haben wir das heute vor. Überlegen sind die Kärntner vom Start weg, in Führung gehen sie in Minute 40. Helgi Kolbinson, der isländische Verteidiger, feiert das 1:0. Hoffentlich erlebt man ihn in dieser Pose noch oft.